Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5, dem Hot Wheels DLC. Und da das Spiel überhaupt nicht verbuggt ist oder so, hatte ich gerade wieder das Problem, dass er mir gesagt hat, yo, wir haben keine Benutzungsberechtigung. Und jetzt sagt er mir, ich habe ganz viele Autos fertig. Oh, welch Wunder, das ist ja so neu. Komisch. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck. Ich mach das jetzt fertig. Bis gleich. So, meine Güte. Habe fertig. Versuch. Du bist noch nicht groß genug für diese Karre. Zurück zur Akademie, Thrillseeker. Ich hab einfach nur B. Was zum Fick? Darf ich jetzt nicht mal mehr fahren, oder was? Also, ich kann nicht zurückgehen. Ne, ich kann gerade nicht rausgehen. Gesperrt. Ah, ich wurde automatisch in das Auto gesetzt, aber ich darf das noch nicht fahren, weil das ein höheres Level hat, als ich bisher fahren kann. Klar. Ganz logisch. Wie heißen die Hot Wheels Karren? Ich hab doch keine Ahnung. Oh, kann ich bitte sortieren? Bitte D, C, B. Ich weiß nicht mal, was ich fahren darf. Scheinbar D, C und B. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie die Hot Wheels-Karre heißt, die ich gerade fahren möchte, aber er schlägt sie mir nicht vor. Gutes Spiel. Da ist er, meine Fresse, ey, den da wollte ich fahren. Also, von wollen kann keine Rede sein, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Alto Belli, darf ich jetzt bitte raus? Ich möchte jetzt wissen, ob ich die ganzen Wheels-Bins auch wieder kriege. Also, ob ich die wieder benutzen darf. Hot Wheels Akademie. 21% abgeschlossen. Ich habe scheinbar jetzt zwei davon. Und irgendwo kriege ich noch ein Geschenk. Da. Ui, eine Hupe, toll. Okay. Also, das ist ja die ganze Zeit schon so viel. Wir haben tatsächlich alle Wheelspins nochmal gekriegt. Ehre. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, meine Fresse, das hat gedauert, ey. Wir haben fertig. Und können weiterspielen. Oh Gott, es gibt wieder neue XP-Schilder. Nee. Ich hasse mein Leben. Wir machen erstmal diese drei Rennen noch, würde ich sagen. Beziehungsweise das hier machen wir, glaube ich, sogar erstmal nicht. Das ist eine Geschichte. Das heißt, wir machen erstmal das Rennen da. Und dann das rechts unter uns quasi. Ich habe gerade hauptsächlich viel Geld und ein paar Autos gewonnen, die ich schon hatte. Also eigentlich komplett irrelevant alles. Hallo? Straßendeckt habe ich jetzt schon mehr als Niki, okay? So, Fahranschein bitte beitreten, bitte solo. Genau. Und hatte ich jetzt gesagt, ich fahre erstmal weiter die Schrottkarren? Ich glaube, ich hatte gesagt, ich fahre erstmal weiter die Schrottkarren, ne? Ja, ja, bestimmt. Tue ich auf jeden Fall erstmal. Ich bin kein Fan von Hot Wheels, aber hey. Ist das Hot Wheels DLC, da fahre ich ein paar Hot Wheels. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. Gefühlt so keine? Wahrscheinlich gibt es aber ein paar. Ich habe in den Spins jetzt auch selten welche gesehen. Gut, dass das Spiel auf der SSD liegt und trotzdem 8 Jahre lädt. Das Spiel ist übrigens viel zu laut gerade, merke ich. Wir starten. Ich hab wieder nicht geguckt, welchen Schwierigkeitsgrad wir spielen, ne? Upsi. Guck ich gleich beim nächsten Rennen, wenn ich dran denke. Ich habe übrigens immer noch nicht verstanden, was dieses... Ja... Wie heißt denn das? Naja, wie beim Flugzeug, in welcher Lage man sich gerade befindet soll. Irgendwie kriegt man bessere, also mehr Punkte, wenn man sich gerade oder über Kopf befindet. Oder 90 Grad. Aber... Verstehen tue ich es nicht. Also warum? Also soll das einfach nur G-Kräfte darstellen oder... Ich glaube ein bisschen wenig Frames gehabt. Okay, bremsen kann das Ding eher so nicht, merke ich. Das ist natürlich sehr schade. Ich weiß gar nicht, ob man die Dinger noch tunen kann. Wahrscheinlich schon, ne? Das war knapp.
Sehr cool. Achso, ich habe wieder vergessen, Musik anzumachen, ne? Kleiner Augenblick, bitte. Ja. Dann möchte ich einmal genau dahin, dahin. Nee, da. Dahin. Das anmachen. Ich weiß, ich hätte es auch kurz rausschneiden können, aber konnte ich heute auch lassen, ne? Also, ich bitte euch. Das konnte ich aber auch kurz drin lassen. So, drücken wir einfach auf Play. Und wir machen einfach mal das nächste an. Und fahren wir dann. Ich hoffe, die Aufnahme laggt nicht wirklich so, wie sie gerade aussieht. Freddy meinte, es ist einfach nur die Vorschau, teilweise die laggt. Ich habe gerade stabile 50 Frames. Wenn es doch laggt, muss ich eventuell nochmal die Grafik runterstellen, beziehungsweise wieder auf Full HD stellen. Das hat letztes Mal geholfen gehabt. Ich meine, ich habe eine Grafikauslastung von irgendwie 30% oder so, auch wenn das Spiel sagt 90%. Da ist doch klar, dass das ruckelt. Wieso? Ich meine, gerade spiele ich in 2K und allem, was grafiktechnisch geht. Aber dass eine 2080 Ti da an ihre Grenzen kommt, ist ja auch logisch, ne? Also, ist ja einfach eine schlechte Grafikkarte. Ich spiele übrigens seit längerem mit dem Gedanken, mir eine neue zu kaufen. Und jetzt sind Grafikkarten ja aktuell auch mal wieder nahe der UVP oder sogar unter UVP teilweise. Das hat's beendet? Junge, ich hab's kaum berührt. Dementsprechend könnte es tatsächlich vorkommen, dass ich mir demnächst eine 3080 Ti kaufe. Fühle ich einfach aktuell. Ich muss nicht verstehen, warum es da gebremst wird, oder? Das war schon das Rennen. Upsi. Okay. Meine Güte. Okay. Jetzt kam der zweite rein. Das war schon sehr weit hinter mir, muss ich sagen. Gewinner ein Rennen. Was? Das habe ich nicht verstanden. Irgendwas mit Abschnitten. Ah, es kommen neue dazu, oder? Nee. Bin dumm, das haben wir gerade gefahren, das da oben. Gut, dann machen wir jetzt das hier. Und es gibt auch hier wieder Sachen, um es vollständig abzuschließen. Das werde ich wahrscheinlich aber ohne euch machen. Ich würde sagen, wir fahren einmal weiter. Ich könnte jetzt noch ein anderes Auto fahren. Das passiert übrigens seit dem Update wieder häufiger. Da habe ich ihn schon übersprungen. Den fucking Hot Wheel. Ich habe ihn tatsächlich übersprungen. Wir fahren mal die hässliche Kiste hier. Ist zwar absolut unansehnlich, aber gut. Nehmen jetzt übrigens am gleichen Tag auf, wo ich hochlade. Also ich hoffe, das Video ist schon verarbeitet. Was sind jetzt mit 3,5 Stunden, bis es kommt? Könnte eng werden mit der Verarbeitung. Also Entwürdel 1080p, 1080p. Was zum Fick hast du für Reifen auf der Hinterachse? Oh, auf der Vorderachse auch. Okay. Dünne Reifen weit draußen. Merkt ihr, dass das sieht gut aus? Geländewagen kommen hier besser klar, also gib Acht. Ich stelle mal wieder auf sehr erfahren. Wir waren immerhin nicht so weit unten, wie ich erwartet hatte. Ja, let's go, ne? Würde ich sagen. Warum wir immer Würfel auf der Motorhaube haben, verstehe ich jetzt nicht ganz. Es ist natürlich gut, dass wir jetzt hier ein Streckending für Geländewagen fahren. Wenn ich keinen Geländewagen fahre. Das Auto fährt sich echt nicht gut, möchte ich mal anmerken. Also ich werde wieder auf den Bone Shaker wechseln, auch wenn ich den schlecht finde. Hui. Ich sollte vielleicht mal gucken, dass ich mir ein paar... Bei uns gar nicht so wie die. Dass ich mir ein paar andere Hot Wheels noch zulege. Allerdings
Ja, hatte ich eigentlich gehofft, dass ich die automatisch kriege mit dem DLC. Naja, also, dass ich mir die jetzt einfach freispiele. Das Auto lenkt überhaupt nicht. Es hat sehr schlechte Traktion. Und es ist echt langsam. Klar, du kannst einfach so schnell an mir vorbeifahren. Wo das Auto einfach nur rutscht. Komm, kleine Karre. Der ist halt echt nicht schnell, ne? Also der Bone Shaker ist gefühlt schneller. Weiß ich aber nicht. Scheiße! Warum bremst du denn da so ab? Da wollte ich dich doch rammen, du Wichser. Das war jetzt aber gemein. Sind das eigentlich alles Sprintkurse oder gibt es auch Rundkurse bei Hot Wheels? Das weiß ich nämlich noch nicht. Alter, fährt dieses Auto schlecht. Also klar, ich habe gerade auch viel zu spät gebremst. Aber Junge, lässt sich das schlecht steuern, ey. Der rutscht halt immer sofort. Ist jetzt auch nicht so, dass die hier schlechter durchkommen. Die kommen da deutlich besser durch. Oder genauso viel Probleme haben. Meine ich eigentlich. Die kommen da ja viel besser durch als ich. Meine Fresse, ey. Er war übrigens doch positiv überrascht, dass ich jetzt diese ganzen Sachen nicht nur annehmen durfte, sondern auch bekommen habe. Warum ist der so schnell, Junge? Warum ist der auf einmal so schnell gewesen? Das ist ja jetzt Schmutz. Gut, das Auto fahren wir nie wieder. Das fuhr echt nicht gut. Ja, komm mal weiter. Eieiei. Dass die normale Autos fahren, ist natürlich auch ein bisschen dumm. Also war mir von vornherein klar, war ja bei Lego nicht anders. Trotzdem schlecht. Ein begeisternder Sieg. Ja. Ich muss den Scheiß jetzt echt gewinnen, ne? Ich sag mal so, ihr leidet jetzt mit mir, ne? Was ist das eigentlich? Ah, okay, alle. Ja, ihr leidet jetzt mit mir, ne? Wir fahren das nochmal. Ich würde sagen, wenn ich Sachen das zweite Mal fahre, kann ich es auch ruhig mit meinem anständigen Auto fahren. Muss ich nicht nochmal mit dem Hot Wheel fahren. So. Und dann würde ich sagen... Nehmen wir einfach mal unseren BMW M5, der da einfach nur für empfohlen ist, weil er Offroad-Reifen hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das Auto richtig performen wird, weil der schnell ist. Zu die Frage, was die Gegner sind. Werden wir jetzt sehen. Auch geil, dass Offroad-Reifen einfach machen, dass ein Auto für Klasse empfohlen wird. Meine Fresse, ey. Entschuldigung. Bin aber ein wenig müde. Wir haben relativ früh. Freddy fährt eine 8 scheinbar, eine 6 scheinbar. Ich glaube, es ist eine 6. Gott sei Dank Allrad, ne? Wichtigste in jedem Auto ist erstmal ein Allrad einbauen. Da fahren die Karren nämlich auch gut. Also, ich würde sagen, für die Strecke hier brauchst du auf keinen Fall einen Offroader eigentlich. Offroad absolut überbewertet. Weil du fährst hier halt nicht Offroad. So, oh ja, da kommen so drei Hügelchen. Also so drei Hüppelchen. Diese hier. So. Oh nein, mein Auto ist absolut unfahrbar, wenn ich kein Offroad-Fahrwerk und Offroad-Reifen drauf habe. Ja, doch. Wir fahren jetzt schon deutlich schneller, als der andere überhaupt fahren konnte. Nice. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von diesen krass eingeschränkten Straßen, wie Hot Wheels sie halt bietet. Ich hoffe übrigens, ihr hört den Controller nicht zu sehr. Ich habe ihn so halb unterm Tisch, ich muss ihn nämlich noch nebenbei laden. Aus irgendeinem Grund hat sich der Controller gedacht, nö, ich bin jetzt leer. Hätte nicht leer sein dürfen eigentlich, aber gut, was weiß ich schon. Wahrscheinlich habe ich ihn schon 8 Tage jetzt benutzt, ohne ihn zu laden. Und ohne es zu merken, wohlgemerkt. Ah, die sind immer noch ein gutes Stück vor mir, muss ich sagen.
Aber die könnte ich noch kriegen. Wenn ich es jetzt nicht kriege, mache ich es logischerweise alleine, ne? Also ein drittes Mal braucht ihr euch das nicht angucken. Aber ich glaube, ich würde dann tatsächlich auf ein Auto gehen, was Leistung hat. Weil Offroad halt komplett irrelevant. Das war okay, würde ich sagen. Das war nicht okay. Meine Güte. Das wird auf jeden Fall eng. Ich fahre aber auch gar nicht so richtig gut. Und das Auto ist auf keinen Fall ideal hierfür. Wie gesagt, also Offroad. Nein. Einfach nein. Wäre cool, wenn ich gleich einfach an denen vorbeiziehen würde, wie der Typ eben an mir vorbeigezogen ist. Aber leider nein, leider gar nicht. Das war's schon wieder. Gut, ich würde sagen, ich mache das jetzt einmal mit dem Sportwagen. Ohne euch. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So. Easy. Hab auf den Subaru gewechselt. Auch ein empfohlenes Auto mit Offroad-Reifen, aber hat super funktioniert. Perfekt eigentlich. Ja. Damit haben wir die alle geschafft. Und ich würde sagen, wir machen vielleicht noch den Blitzer hier. 225. Das könnte mit dem Auto hier echt schwer werden. Aber ich glaube, der fährt gerade zu 225. Aber ihr habt bestimmt auch sonst noch ein paar netter Sound. Ein paar schnellere Autos. Oh, es geht hier hoch. Okay, das habe ich nicht gesehen. 225 könnten eng werden. Um nicht zu sagen, sehr eng sogar. Ja, gut. Schauen wir mal, was wir hier aus dem Dingens raus werden. Okay, das könnte vielleicht sogar eher was werden aus dem Looping. Ich habe das nicht gemacht gehabt, weil ich dachte so, ja okay, ne, hier der... Ne, aus der Kurve wird das ja auf keinen Fall was. Aber das sieht gar nicht mehr so schlecht aus, muss ich sagen. Wir haben nur einen Stern gemacht. Hä, 225 sind nur drei. Oder habe ich mich verguckt? Kann natürlich auch sein, dass ich mich verguckt habe. Aber ich glaube, selbst so schaffen wir keine 225, weil das Auto halt am Ende bei 225 erst ist. Na, wobei... Easy. Ja, easy game, Bruder. Okay. Dann haben wir hier noch eine Blitzerzone. Die versuchen wir dann nochmal kurz. Vielleicht schließen wir heute direkt die erste, also die Klasse B ab. Das war Klasse B gewesen, ne? C mussten wir, glaube ich, nicht fahren. B hat es, glaube ich, angefangen mit. Glaube, ja. Ich habe natürlich nicht darauf geachtet, wie schnell wir sein müssen. Und durch. Absolut nicht ausreichend, okay. Wie schnell müssen wir da sein? 201. Das sollte drin sein, glaube ich, sogar mit dem Auto hier. Ah, fuck, ich wollte ja wieder auf den Bone Shaker wechseln, ne? Schande und so. Ja, ich wechsle gleich mal wieder auf den Bone Shaker, allerdings. Was ist das hier? Wieso habe ich einen Wheelspin? Achso, weil ich eben noch gelevelt bin, ne? Oh, 1000. Schmacko. Gut. Ich glaube, ich wechsle jetzt mal direkt. Kann ich einfach zu Hot Wheel gehen, bitte? Danke. Ja, wir haben leider fast keinen. Wobei doch, wir haben die alle, aber wir können die nicht fahren. Ah, den Bone Shaker gibt es auch in gut, okay. Nice. Ja, so ein 700er Auto. Schauen wir jetzt mal mit, dass wir hier... Wo bin ich?
Hier wollte ich übrigens nicht hin. Also ich wollte eigentlich ein Stück weiter weg, aber... Das könnte eng werden mit 200. Ja, okay. Bisschen schneller rein vielleicht. Versuchen wir es mal von hier aus. Und dann ein bisschen mit mehr Speed rein. Also ich verstehe übrigens nicht die Hintergrundgeräusche. Übel nervig. 205 hat Freddy sogar gemacht. Ehre. Aber ich denke, wenn ich ein anständiges Auto nehmen würde, ich denke, mit dem Dingens hätte ich es eben sogar geschafft. Absolut ausreichend. Sind wir jetzt sogar über Freddy oder sind wir genau unter Freddy? Würde mich interessieren jetzt. Ah, ganz bisschen schneller war Freddy, okay. Dann bleibt uns jetzt noch... Was bist du denn? Tankballon. Aha, was auch immer. Wo? Neues? Ah, okay, wir müssen das Kapitel noch abschließen und dann sind wir fertig, oder was? Scheinbar. Gut, das würde ich aber sagen, machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss!